Moin, liebe Gitarre- und Bassleser, Markus Setzer hier für die dritte Ausgabe 2020, Bass Masterclass Rush. Und zwar geht es hier leider aus traurigem Anlass, weil Neil Peart ist ja gestorben Anfang des Jahres, um den Song Free Will von der Exit Stage Left. Und ich möchte euch, weil es ja so ein bisschen auch zu Ehren von Neil Peart ist, vor allen Dingen auf die rhythmischen Sachen eingehen, die hier eine Rolle spielen. Ihr habt ja sicherlich alle das Magazin gelesen oder vor euch. Und zwar ist es so, ich habe hier mir immer die Noten ausgedruckt. Und zwar haben wir hier ab 2,58 habe ich euch eigentlich das Bass-Schlagzeug-Solo rausgeschrieben, wo Alex Lifeson ja sozusagen noch ein Gitarren-Solo oben drauf setzt. Ein Wahnsinnspart, finde ich, unglaublich toll. Steckt vor allen Dingen unglaublich viel drin und wie gesagt, zu Ehren von Neil Peart möchte ich euch da vor allen Dingen rhythmisch mal einen kleinen Einblick geben. Das Ganze ist auf 148 Beats per Minute. In dem Moment, wo sozusagen der eigentliche Part anfängt, es gibt ja so einen Intro-Part, ne, dieses und so weiter, dann kommt dieser Achtel-Basslauf. So, und ab dem G ist es so, dass die Viertelnoten, also die Viertelzählzeiten der vorigen fünf Takte sind es ja hier, nicht mehr die Viertelnoten sind, sondern umgedeutet werden in die Vierteltriolen. Also das hört sich jetzt relativ kompliziert an. Ich mache euch das auch gleich vor. Ihr müsst euch vorstellen, ja, ich mache jetzt gleich einen Klick an und dann versuche ich euch diese verschiedenen Umdeutungen erstmal klar zu machen. Also erstes Problem ist, wir haben vier Takte, fünf Viertel. Ich mache euch mal eben einmal den Klick an. So, ich lege euch den Klick mal kurz hier neben, dann könnt ihr es besser hören. Also wir haben vier Takte, einen Fünfvierteltakt und dann haben wir einen Takt, einen Viervierteltakt. Und ab Takt 6 wird der Klick, den ihr gerade hört, umgedeutet von den Viertelzählzeiten zu Vierteltriolen. Ja? Das heißt, wir haben nicht mehr 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, sondern wir haben 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3. Und das Ganze mache ich euch mal einmal kurz vor. Also erstmal 4 mal ein Fünfviertel, 1, 2, bei Tempo 100 habe ich hier eingestellt. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 1 und 2. Achtung, jetzt kommt der Viervierteltakt. 1 und 2 und 3 und 4 und 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3. So. Das, was ich jetzt hier gespielt habe, findet in den Noten nicht statt. Das ist aber das, was ihr fühlen solltet. Das heißt, wir haben 1 und 2 und 3 und 4 und 1, 2, 3, 4, 1, 2 und so weiter. Ja? Das ist relativ kompliziert. Das solltet ihr vorher auf jeden Fall gesondert üben. Ja? Also ich mache das nochmal vor und zwar Takt 5 und 6 immer im Wechsel mit den gespielten Vierteltriolen. Ja? 1, 2, 3, 4, 1 und 2 und 3 und 4 und 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2, 3 und so weiter, ja. Dieser Wechsel, mach ich den Klick nochmal aus, dieser Wechsel ist ganz elementar hier bei dem Stück. Ich weiß, ich habe notiert, dass es erst auf 148 ist, dann auf 156 Vierteltriolen. Das heißt, die ziehen so ein bisschen und ich bin mir sehr, sehr bewusst oder ich bin mir sehr sicher, sagen wir es mal so, dass sie das für den Solopart ganz extra machen, dass die das Tempo anziehen, um dem mehr Druck zu verleihen. Aber entscheidend ist hier die Umdeutung von den Viertelnoten zu den Vierteltriolen. Das heißt, wenn wir das jetzt mal ohne Klick machen, würde das bedeuten, dass wir am Anfang spielen, ich zähle jetzt mal ganz bewusst mit, mach's noch ein bisschen langsamer. 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 1 und 2 und 3 und 4.
4 und 5 und 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 1 und jetzt kommt der Viervierteltakt, Achtung. 1 und 2 und 3 und 4 und 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3 und so weiter. Ja, das wäre natürlich auch eine Geschichte. Ich gucke mir mal ganz kurz die ersten paar Takte an. Wäre auch eine super Übung für euch. Mein Kick, der spinnt hier gerade ein bisschen rum. Mein Laufstärkgerätchen ist nämlich im Eimer. Ich hoffe, ihr könnt das so gut hören. Wäre auch eine super Übung, diesen Teil so zu üben, dass ihr nicht die Noten durchspielt und so weiter. Ne? Also ich spiele mal den ersten Takt ab D. 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3. Ja, das heißt, der Klick läuft als Vierteltriole und euer Fuß läuft als Viertelzählzeit dazu. Ja, das heißt, ihr habt, ich lege mal kurz den Bass weg, ihr habt dann 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, den Klick, zu dem ihr spielt, sozusagen umzudeuten. Sorry, meine Stimme ist gerade irgendwie ein bisschen im Eimer. Umzudeuten und nicht mal den Klick auf 1, 2, 3, 4 zu haben oder auf der 2 und auf der 4, sondern vielleicht auch mal, um sich da reinzuarbeiten in dieses Vierteltriolen-Feeling, bei einem Shuffle zum Beispiel den Klick nur auf dem dritten Achteltriolenschlag zu haben oder eben wie in diesem Fall den Klick so umzudeuten, dass der Klick dir die Vierteltriolen gibt, du aber als Spieler, als Musiker sozusagen eigenständig die Viertelzählzeiten dazu kreieren kannst, ja. Ist eine super Übung, kann ich euch nur einmal ans Herz legen. Ja, okay, ich wünsche euch viel Spaß dabei, bei diesen ganzen Time Signatures und diesen Umdeutungen, 5 Viertel, 4 Viertel, mal als Shuffle, mal mit binären Achtel, ja, und wünsche euch viel Spaß bei dem Part hier. Da gibt es auch so ein paar technische Zwickerl bei, sage ich mal. Vor allen Dingen hier Takt 21 finde ich ja ganz großartig. Den spiele ich nochmal eben. Takt 21 wäre dann. Das ist irgendwie ziemlich tricky, weil einmal bin ich ja hier oben gelandet und muss dann wieder runter zum F. Und so weiter. Das heißt, wenn ich jetzt hier hochgehe, sollte ich sofort den Wechsel von der fünften Lage. Also ich spiele jetzt hier D, fünftes Bund A-Seite, dann der kleine Finger, spiele ich mal einen Faulenzer, lege Mittelfinger und Ringfinger hier rüber, spiele in der siebten Lage D, D, A und wechsle dann sofort mit dem Zeigefinger auf E, E, H. Oder was kommt denn da? Warte mal. Dann sind wir... Teil ist das, ne? Diese Doppelschläge. Könnt ihr vielleicht auch mal sehen, wenn ich jetzt hier die rechte Hand mal ein bisschen mehr in Fokus bringe. Mal vielleicht von so. Oder Mittelfinger beginnend. Zeigefinger beginnend. Ja, diese eingestreuten Sextolen, die er da spielt. Klingt natürlich hammerhart. Das heißt, hier einerseits auf den Fingersatz achten. Ne? Dann schnell Shifting runter zum F. Und auch immer wieder bei diesen Doppelanschlägen darauf achten, dass ihr hier so ein schönes Raking spielt. Ja? Also ich kann euch einfach nur viel Spaß wünschen bei diesem Bass-Schlagzeug-Solo-Teil. Ein unglaublich tolles Bass-Schlagzeug-Zusammenspiel, was die beiden da kredenzt haben sozusagen. Geddy Lee und Neil Part. Also viel Spaß bei dem Workshop und bleibt mir gewogen. Bis dahin. Ciao, ciao, der Markus.